So, es geht weiter mit dem Thema Flächenschwerpunkt. Ich habe hier ein Dreieck in GeoGebra erstellt und das ist keine Urheberrechtsverletzung, sondern ich habe dieses Dreieck am Sonntag, den 19.02.2023 um circa 13 Uhr erstellt. So, es geht darum, diesen roten Punkt, das ist der Flächenschwerpunkt von dem Dreieck zu ermitteln, rechnerisch zu ermitteln. Und dafür möchte ich den Satz 1.2 verwenden, den Flächenschwerpunktsatz, den ich ja bewiesen habe. Wer das betrachten will, der muss die Playlist analytische Mechanik öffnen. Hier sind die Koordinaten von diesem Schwerpunkt, nämlich 2 in x und 5 Sechstel in y. Also kennen wir an der Stelle schon das Resultat unserer Rechnung. So, jetzt schaue ich mir das Gebiet an und muss mir Gedanken machen, wie möchte ich hier integrieren, ja? Das Dreieck repräsentiert ein kompaktes Gebiet. Über so eine kompakte Menge kann ich jede stetige Funktion Riemann integrieren, sogar Lebesgue integrieren. Aber das Problem ist, welches Integral betrachte ich als äußeres Integral? Denn aufgrund dieser Gegebenheit hier kann ich ja den Satz von Fubini anwenden. Ich habe mich dafür entschieden, das äußere Integral auf die Variable x zu beziehen und das innere Integral bezieht sich auf die Variable y. Das heißt, wenn ich beispielsweise für x 2 wähle, dann benötige ich all diese y-Werte zwischen 0 und diesen Wert, der auf dieser Strecke, auf der Hypotenuse liegt. Die Hypotenuse von dem Dreieck ist aber nichts anderes als ein Ausschnitt von einer Geraden mit unbekannter, noch unbekannter Steigung. Nämlich y von x ist gleich, den y-Achsenabschnitt lese ich hier ab, das ist der Punkt A. Und der Punkt A hat diese Koordinaten, also ist y 2,5. Also 2,5 addiert mit unbekannter Steigung multipliziert mit x. Das wäre jetzt eine geraden Gleichung, also eine Abbildungsvorschrift für eine Gerade. Wenn ich aber jetzt den Definitionsbereich für x einschränke, nämlich ich sage, x soll zwischen 0 und 6 liegen, dann habe ich wohl die Hypotenuse. Folglich, wenn ich m kenne, habe ich die obere Integrationsgrenze für die Variable y. Ja, und das mache ich mir jetzt zunutze. Ich kenne den Punkt B, der ist hier. Und da lese ich ab, x gleich 6 und y gleich 0. Okay. Also, das verwende ich, um die unbekannte Steigung zu ermitteln. Nämlich, ich sage an der Stelle, y von 6 ist ja 0. So, dann habe ich hier m mal x und x ist 6, also 6 plus den y-Achsenabschnitt 2,5 und das muss 0 sein. Daraus folgt, naja, mx, also m mal x muss dann minus 2,5 sein, damit 0 erfüllt ist. Ja, dann muss aber m nichts anderes sein als minus 2,5 durch die 6, weil x ist ja 6. Naja, und minus 2,5 ist ja minus 5 halbe, ja? Und ich habe hier den Doppelbruch zu berücksichtigen, also habe ich ein m von minus 5 Zwölftel. So, na, jetzt kenne ich die obere Integrationsgrenze, nämlich y ist gleich minus 5 Zwölftel mal x plus 2,5. So, jetzt muss ich mich zurückerinnern an den Satz 1.2. Wie ermittle ich die Komponenten vom Flächenschwerpunktsvektor? Ja, die Komponente Rax, also die x-Komponente von dem Flächenschwerpunktsvektor, ist 1 dividiert durch Integral von 0 bis 6, Integral von 0 bis 2,5 minus 5 Zwölftel x über 1 nach dy dx multipliziert mit Integral von 0 bis 6, Integral von 0 bis 2,5 minus 5 Zwölftel x über x nach dy dx. So, die y-Komponente vom Flächenschwerpunktvektor ist dann 1 dividiert durch Integral von 0 bis 6, Integral von 0 bis 2,5 minus 5 Zwölftel x über 1 nach dy dx multipliziert mit
Integral von 0 bis 6, Integral von 0 bis 2,5 minus 5 zwölftel x über y nach dy dx. So, das ist unsere Rechnung. Und ich werde zuerst dieses Integral lösen, weil das kommt ja hier nochmal vor. So, also ich fange an mit der Rechnung. Integral von 0 bis 6, Integral von 0 bis 2,5 minus 5 zwölftel x über 1 nach dy dx ist gleich. Ja, Integral von 0 bis 6. Eine Stammfunktion für 1 wäre dann integriert, wird ja nach y in den Grenzen 2,5 minus 5 zwölftel x und 0 nach dx. So. Wenn ich an der Stelle gedanklich jetzt einsetze, abzüglich 0, ne, bleibt 2,5 minus 5 zwölftel x und diesen Integranten dann hochleiten, hätte ich ja dann 2,5 mal x minus 5 zwölftel mal x Quadrat halbe. Ja? Also kann ich das gleich so schreiben. 2,5x minus 5 zwölftel x Quadrat halbe in den Grenzen 6 und 0. So, aber dieses 5 halbe kann ich ja als tatsächlich 5 halbe schreiben, nämlich als Bruch. Also diese 2,5 sind ja nichts anderes als 5 halbe. So, jetzt einsetzen. Die Rechnung mache ich mal hier. Also ich habe 5 halbe mal 6. Aber das schreibe ich lieber auch als Punkt, nicht, dass man das als Minus interpretiert. Minus 5 zwölftel mal x Quadrat halbe. Hier könnte ich dann ausklammern, das wäre dann 5 halbe minus 5 zwölftel mal 6. Ja, dann hätte ich 6 mal, hier hätte ich 30 zwölftel, hier könnte ich dann erweitern mit, beziehungsweise ich habe ja die 2 vergessen hier, nicht wahr? Da steht ja dann 24, denn 2 mal 12 ist 24. Also kann ich hier mit 12 erweitern. Ja, dann hätte ich hier 5 mal 10 sind 50, 5 mal 2 sind 10, 50 plus 10 sind 60, 24 minus 30, 24. Jetzt bin ich gleichnamig. Dann habe ich 60 minus 30 hier. 24. So, was kann ich tun? 6 mal 30, 24. Oh, war ja. Was machen wir jetzt? 30 dividiert durch 6 mal 4. So, dann kann ich hier kürzen. Dann kann ich hier schreiben 30 dividiert durch 4. 4 passt in die 30 7 mal, sind 28. Abziehen 2, Komma, denn ich muss die 0 hier herunterholen. Und 4 mal 5 ist wohl 20. Und das ist im Bruch ausgedrückt ja nichts anderes als 15 halbe. So, also haben wir an der Stelle unser Integral, nämlich 15 halbe an der Stelle. So. Also hier 15 halbe. Okay. Das war die Rechnung. Und jetzt können wir die 15 halbe oben einsetzen in die Komponenten. So, nämlich hier an der Stelle, einmal hier und einmal hier. Aber wir müssen den Kehrwert betrachten, ja? Also 15 halbe im Kehrwert betrachtet, hätte ich dann 2 Fünfzehntel vor dem jeweiligen Doppelintegral. Also hätte ich hier 2 Fünfzehntel und hier auch 2 Fünfzehntel multipliziert mit diesem Integral. Jetzt berechne ich das Integral. Integral von 0 bis 6, Integral von 0 bis 2,5 minus 5 Zwölftel x ja, über x nach dy dx. So. Das ist das Integral von 0 bis 6. Ich habe hier
x Quadrat halbe, beziehungsweise, Moment, Fehler, ne? Wir integrieren nach dy. Also habe ich hier x mal y als Stammfunktion. In den Grenzen 2,5 minus 5 Zwölftel x 0 nach dx. So. Jetzt setzen wir obere und untere Grenze für y ein. Und dann haben wir das Integral von 0 bis 6, Integral von 0 bis 2,5 minus 5 Zwölftel x über x nach dy dx ist gleich. So, das Integral von 0 bis 6. Gedanklich jetzt die x gleich rein multiplizieren, hätte ich 2,5 und das sind 5 halbe x minus 5 Zwölftel x Quadrat. So, nach dx. So, das ist dann nichts anderes als das Integral von 0 bis 6, das Integral von 0 bis 2,5 minus 5 Zwölftel x über x nach dy dx ist. So, 5 halbe lasse ich mal stehen, x Quadrat halbe minus 5 Zwölftel lasse ich mal stehen und hier schreibe ich x hoch 3 Drittel in den Grenzen 6 und 0. Ja, die Rechnung mache ich mal wieder hier. Also obere Grenze einsetzen. Dann hätte ich 6 Quadrat halbe minus 5 Zwölftel mal 6 hoch 3 Drittel. Das könnte ich ja so vereinfachen. Ich könnte hier schreiben, das ist 5 Viertel multipliziert mit 6 Quadrat minus 5, 12 mal 3 sind 36 mal, ja 6, 6 mal 5 ist aber 30. Dann kann ich hier auch gleich 30 draufschreiben. Das ist 30. So. Die 4 steckt in der 36 9-mal, also erweitere ich hier mit 9. Dann habe ich hier 6 Quadrat mal 45 minus 30, 36. Aber 6 Quadrat ist ja 36, also kann ich hier kürzen und ich habe als Ergebnis 15. Also kann ich hier wieder ein Ergebnis generieren, nämlich das Integral. Das Doppelintegral über x ist 15. So. Jetzt betrachten wir das letzte Integral und dann schauen wir, dass wir diesen Flächenschwerpunktsvektor generieren. Also ich habe hier die nächste Integralrechnung, nämlich Integral von 0 bis 6, Integral von 0 bis 2,5 minus 5 Zwölftel, na, Zwölftel x. Über y nach dy dx ist das Integral von 0 bis 6. Stammfunktion hier wäre y Quadrat halbe in den Grenzen 2,5 minus 5 Zwölftel x 0 nach dx. So, die Rechnung. Beziehungsweise schreiben wir ruhig etwas ausführlich. So, einsetzen. Dann hätte ich 1 halb mal, so 2,5 ist ja wie gehabt, 5 halbe, minus 5 Zwölftel x zum Quadrat nach dx. So. Ja, 12 Quadrat ist 144. Dann kann ich schreiben, hier ist die Rechnung, 1 halb, Stammfunktion. 5 halbe mal 5 halbe, hier ist eine binomische Formel, ist 25 Viertel. Aufleiten ist dann x hier. 5 mal 5, 25. 24stel x Quadrat plus 25, 144. Hier schreibe ich einfach mal 3 mal x hoch 3 in den Grenzen 6 und 0. So, das ist hier unsere Rechnung. Und hier muss ich dann tatsächlich mal, oder müssen nicht, aber ich will nicht ewig umformen. Wir haben hier ein Ergebnis. Wir bemühen an der Stelle den Taschenrechner. Also die Maschine soll auch mal was machen. Und dann haben wir hier 1,5 mal 12,5. Und das ist nichts anderes als 6,25. Und das kann ich wieder als Bruch schreiben, nämlich 25 Viertel. Also haben wir das nächste Integral hier, nämlich das Integral, nämlich das Doppelintegral über y ist nichts anderes als 25 Viertel.
So. Ja, jetzt betrachten wir unsere Ergebnisse. 25 Viertel, 15 und das Integral vor den Doppelintegralen haben wir bereits eingesetzt. Also ersetze ich jetzt dieses Doppelintegral mit dem Ergebnis. Nämlich hier kommt 15 hin und dieses Doppelintegral ersetze ich mit diesem Ergebnis hier. 25 Viertel. Na? So. Okay, hier oben kommen wir schnell zum Ergebnis, nämlich 15 kann ich kürzen, dann bleibt eine x-Komponente für den Flächenschwerpunktvektor von 2. So, und hier kann ich noch etwas Bruchrechnung anwenden, nämlich 2 mal 5 mal 5 ist ja 25. 15 ist ja nichts anderes als 3 mal 5 und 4 ist nichts anderes als 2 mal 2. Nun kann ich an der Stelle fleißig kürzen. Und 3 mal 2 ist bekanntlicherweise 6, also habe ich an der Stelle 5 Sechstel. Das schreibe ich nochmal ordentlich hin. Und ich habe tatsächlich hier 5 Sechstel. Und hier oben hätte ich 2. So, und die beiden Werte hier, die kommen uns bekannt vor, denn das sind die Koordinaten von dem Schwerpunkt, den ich in Rot eingezeichnet habe, nämlich in dieses Bildchen hier. Die Koordinaten von diesem Punkt, die stehen hier. Und wir haben gerade unter Anwendung des Satzes 1.2 belegt, dass das der Flächenschwerpunkt sein muss. So, im Vektor dargestellt, naja, das ist keine großartige Sache mehr. Wir haben hier den Flächenschwerpunkt berechnet, nämlich 1 dividiert durch Integral von 0 bis 6, Integral von 0 bis 2,5 minus 5 Zwölftel x über 1 nach dy dx. Multipliziert mit Integral von 0 bis 6, Integral von 0 bis 2,5 minus 5 Zwölftel x über x nach dy dx. Und schließlich Integral von 0 bis 6, Integral von 0 bis 2,5 minus 5 Zwölftel x über y nach dy dx. Das ist nichts anderes als, naja, der Vektor in den Komponenten x gleich 2 und y gleich 5 Sechstel. So, dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag.